Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Marienkäfermomente. Punkt jetzt zum Thema Achtsamkeit für Eltern. Von mir, Lilian Günsche-Hilgenberg. Ich bin Autorin, Coach und Speakerin zu den Themen Achtsamkeit, digitale Transformation und agiles Arbeiten, agiles Leben. Und ja, habe im Rahmen meines zweiten Buches, was bald erscheint, Gelassen und agil dank Kindern, gedacht, da braucht es auch zeitgemäß, wie es jetzt gerade gerne gelebt und tatsächlich konsumiert wird, auch in meinem Netzwerk von vielen, auch einen begleitenden Podcast. Und da ich einige im Netzwerk habe, die lieber hören, andere, die lieber schauen, gibt es das Ganze bei allen Podcast-Hostern auditiv, aber auch auf YouTube als Videos. Und natürlich auch ein paar ergänzende Informationen auf marienkäfermomente.jetzt. Was hat mich dazu inspiriert? Ein bisschen habe ich dazu schon erzählt in der ersten Trailer-Folge für Marienkäfermomente, den Podcast, und habe da von euch tatsächlich schon sehr, sehr ja, tolles Feedback bekommen. Einige, die schon gefragt haben, ja, wann geht es denn jetzt endlich los? So soll es sein, toll. Es sind auf jeden Fall schon einige Folgen alle fertig und quasi bereit für euch, aber sie werden sukzessive dann veröffentlicht werden. Ich habe tolle Menschen mit dabei, also von Gesundheitsbranche, Medizin, über Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Rechtsanwälte, aber auch wirkliche Künstler, Künstlerinnen im Bereich Vereinbarkeit, die spannende Wege gefunden haben, Beruf und Familie und das Leben im Allgemeinen unter einen Hut zu bekommen. Achtsamkeits-Meditationstrainer. Ich hoffe, es ist für jeden auch irgendwie der ein oder andere Impuls vielleicht dabei, den ihr in euren Alltag integrieren könnt. Dann ist nämlich für mich auf jeden Fall schon mal das Ziel erreicht, wenn irgendwie ich das Leben von einer Person auch nur ein bisschen besser machen kann dadurch. Mich hat es auf jeden Fall bewegt, das zu veröffentlichen und auch mich dafür einzusetzen, weil ich einfach mehr Gelassenheit in den Elternalltag bringen möchte. Ich selbst bin auch Mama von einem knapp 5-Jährigen und ja eben auch Unternehmerin mit meinen verschiedenen Tätigkeiten und kenne es sehr gut, dass es nicht immer ganz einfach ist, da so einen Einklang zu finden. Und da hilft es sehr, sehr gut, sich auch mal mit anderen auszutauschen und einfach die ein oder andere Inspiration oder auch den Impuls zu bekommen. Genau, ich hoffe, das geht dir vielleicht ähnlich. Und außerdem glaube ich, dass es auch wertvoll ist, sich daran zu erinnern, wie viel wir tatsächlich durch unsere Kinder lernen können. Denn ich glaube, mein Kind ist mein bester Achtsamkeitstrainer. Ich glaube, Kinder sind so kleine Zen-Meister, Meditationscoaches und sind übrigens auch super in puncto Innovation und Kreativitätstechniken entwickeln. Ja, also, weil die sind eben noch nicht so verkopft und die sind noch frei im Kopf, die haben noch keine festen Konzepte, die haben noch diesen Forschergeist, die wollen entdecken und sind neugierig. Und das sind alles Qualitäten, die wir leider im Erwachsenenalter oft vergessen oder mehr und mehr verlieren. Und ja, deswegen ist es total gut, finde ich, daran mal wieder erinnert zu werden. Vor allem das auch mal zuzulassen, ja, mal zu sagen, hey, jetzt bleibe ich mal stehen und gucke einfach mal, wie mein Kind das macht oder auch das Kind von Bekannten und lass mich da mal ein bisschen auf dieses Kindermindset ein. Ich nenne das auch gerne Marienkäfermomente, ja, also ein bisschen mehr im Sein-Modus, weniger im Tun-Modus zu sein und einfach mal die Zeit und Muße zu finden, auch mal wieder Marienkäferpunkte zu zählen, ja. Also wenn dein Kind das nächste Mal sagt, guck mal, Mama, da ist ein Marienkäfer, lass uns den doch mal anschauen und die Punkte zählen und den ganz genau beobachten. Dann mach das doch einfach mal, ja? Und nicht wieder zum nächsten Termin rennen und denken, ich muss aber dies, ich muss aber das, sondern einfach mal sagen, ausatmen, in dem Moment sein, bisschen Ruhe einkehren lassen und mal dich ein bisschen verzaubern lassen aus der Welt der Kinderaugen. Um all diese Themen geht es in diesem Podcast und natürlich auch darum, wie wir ein bisschen mehr Resilienz in unser Leben bringen und Stress reduzieren. Ich hoffe, da ist vielleicht das ein oder andere spannende Thema dabei gewesen. Und du schaltest weiterhin ein, wenn dir das gefällt, dann gerne teilen und auch gerne darüber sprechen, weitererzählen. Wenn du selber natürlich eine Berufung fühlst, hey, ich will dazu auch super gern was sagen, darfst du mich natürlich auch gerne jederzeit kontaktieren unter marienkäfermomente.jetzt oder auch unter liliangünsche.com. Ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit euch und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Eure Lilian.